Ja, Leute, zum Abschluss von Maskerade im Zwielicht gibt es wieder mal ein Booster-Bundle, wie ja schon die letzten drei Male davor auch. Ja, ich glaube, seit Obsidian Flammen gibt es diese Booster-Bundles und so auch zur Maskerade im Zwielicht. Das ist dann der krönende Abschluss. 6 Booster-Packs nochmal in diesem kleinen Booster-Bundle. Das ist doch mal nicht schlecht. Und dann öffnen wir das hier mal vorsichtig. Wenn es denn will, irgendwie. Jetzt habe ich hier ist ein Anfang. Ich will ja auch nichts kaputt machen. So. Kann man ja auch immer gut als Deckbox benutzen oder so. Diese Booster-Bundle-Box, sag ich mal, wie auch diese Bild- und Battle-Boxen dann früher. Oder aus den Stadion-Boxen. Jetzt gibt es hier noch Pre-Release-Events. So, dann haben wir auch nochmal türkis-grüne Maske Ogapon. Nochmal alle Booster-Artworks. Und dann holen wir die 6 Booster-Packs mal raus, packen das hier wieder in den Schuber. So. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Booster-Packs und durch die werden wir uns jetzt direkt mal durchwühlen und auf ein paar coole Hits hoffen. So, also First Pack Magic. Was bringt uns das Booster-Bundle Maskerade im Zwielicht? Und zack, die Codekarte geht weg. Die Energiekarte nach vorne und wir starten mit Psycho-Energie. Jawoll, sehr geil. Lumispross, Chimsticks. Elesaat, Picolente, Swarones, Vampitz, ein Relaxo, aber den Festplatz auf dem ersten Reverse-Slot, ein Flampivian auf dem zweiten Reverse-Slot und ein Skelabra auf dem Rare-Slot und das biegt sich schon leicht. Die Rare-Karte, seht ihr das? Schade. Zweites Booster hatte ich bei keiner der Rare-Karten bisher, weder in den Multipacks noch im Display oder so oder in der Top-Trainer-Box. Das ist nur jetzt hier in diesem Booster-Bundle. Mal gucken, ob das sich durchzieht. Codekarte, Energie nach vorne und ich nehme Feuerenergie. Jawohl! Magdibalk, Webarak, Hisui Fukano, Quapsel, Sirapfel, das Gemeindehaus, ein Farriera. Tangela auf dem ersten Reverse-Slot. Ein Cupidos Illustration Rare auf dem zweiten Reverse-Slot. Sehr geil. Basis-Pokémon, 120 KP vom Typ Psycho. Mit den Attacken Herzbild für 30 Schaden und Liebesresonanz für 80 plus Schaden. Wenn mindestens eins deiner Pokémon im Spiel denselben Typ hat wie mindestens ein Pokémon deines Gegners im Spiel, fügt diese Attacke 120 Schadenspunkte mehr zu. Sehr nice. Und haben wir einen Doppelhit? Nein, nur ein Hisui Arcani und auch wieder leicht gebogen. Schade. Aber geil, ein Illustration Rare. Sehr nice. So, kommt direkt in eine Sleeve. Und das hier oben drauf. So, drittes Booster. Immerhin können wir schon mal mit der ganzen, mit dem ganzen Booster-Bundle nicht Bruch gehen, da wir jetzt schon mal zumindest einen Hit haben. Ein zweiter wäre natürlich noch besser. Auch zu einem dritten sage ich nicht nein, mal gucken. Wir nehmen Kampf, aber nicht Psycho wie hier. Jo, also Elektroenergie, Emolga, Hisui Fukano, Panpyro, Nazgnet, Tracys Unterstützung, ein Folipurba, Knattertox, dann haben wir ein Nigiragi auf dem ersten Reverse-Slot, ein Fiona auf dem zweiten und wir sehen schon wieder eine sich biegende Rare-Karte. Ja, ein Frostedje. Da bin mal gespannt, ob falls auf dem Rare-Slot eine EX-Karte wäre, zum Beispiel eine Double-Rare-Karte, ob die auch so gewählt wäre oder ob das nur die eigentlichen Rare-Karten betrifft. Na, wir gucken mal. Viertes Booster-Pack. Rotkarte, Energiekarte. Auf jeden Fall biegt sich hier schon wieder ein bisschen. Wasserenergie. Ach, Elektro. Tangela. Pipi. Shinux, Morcha, Pixie, Nigiragi, Farigira, dann ein Webarak auf dem ersten Reverse-Slot. Jawoll! Ein Evoli auf dem zweiten Reverse-Slot, eine Illustration Rare. Basis-Pokémon, 50 KP, farblose Energie. Aufstieg ist die erste Attacke. Durchsuche dein Deck nach einer Karte, die sich aus diesem Pokémon entwickelt und lege sie auf dieses Pokémon, um es zu entwickeln. Mische anschließend dein Deck. Das ist natürlich auch geil. Und Ruckzuckhieb ist die zweite Attacke für 20 plus Schaden. Wirf eine Münze. Bei Kopf fügt diese Attacke 20 Schadenspunkte mehr zu. Nice.
Und haben wir einen Doppelhit? Rare Slot bringt uns, nein, nur ein Benezaru. Aber hey, zwei Hits und zwei Illustration Rares. Wie geil ist das denn? Stark. Und wir haben noch zwei Boosters. Könnte noch was kommen. Zwei Booster haben wir noch. Ja. Blutmond Ursaluna. Mal gucken, was gönnt er uns. So, und Codekarte. Energiekarte und ich sage Psychoenergie. Elektro, schade. Vulpix, Froxy, Evoli, Paragoni, Ariados, Joe, Urgel. Dann haben wir ein Eisenblatt auf dem ersten Reverse-Slot, ein Skelabra auf dem zweiten Reverse-Slot und auf dem Rare-Slot ein Frostedie. Okay. Last Pack Magic. Kriegen wir vielleicht noch einen dritten Hit aus diesem sechsten Booster Pack? Oder bleibt es bei zwei Hits in diesem Booster Bundle? Mal gucken. Ich wäre mit zwei Hits auch schon zufrieden, hätte aber auch nichts dagegen, wenn es noch ein dritter Hit kommt. Aber erstmal eine Wasserenergie. Finsternis. Schade, oder Unlicht. Quapuzzi. Tangela. Shinux. Pipi. Lumiflora. Quappo, Sinius, dann haben wir die begleitende Flöte auf dem ersten Reverse-Slot, ein Girafarig auf dem zweiten Reverse-Slot und auf dem Rare-Slot kriegen wir ein Zapdos und es bleibt dabei, der Rare-Slot war immer auch nur eine Rare-Karte, wir haben nicht einen Hit auf dem Rare-Slot gehabt, also keine Double-Rare oder sowas, aber ich will mich nicht beschweren, denn die beiden Hits sind mit zwei Illustration-Rares natürlich super. Und vor allem das Evoli. Ich kann mir vorstellen, dass Evoli ist ein beliebtes Pokémon, dass das auch eine recht teure Illustration Rare werden wird. Weil, ja, Evoli mögen viele und von daher könnte ich mir das gut vorstellen. Also, einmal Cupidos, einmal Evoli, zwei Illustration Rares aus diesem Booster Bundle hier, aus diesen sechs Boostern. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von den Booster Bundlen? Kauft ihr euch die auch? Natürlich ist es klar, bevor ich mir, wie viel bräuchte ich? Sechs Booster-Bundles kaufe, um auf die 36 Booster zu kommen, ist natürlich günstiger, sich ein Display zu kaufen, weil, die sind meistens nur so für, 30 Euro ist der reguläre Preis, wenn man sie für 25 bekommt, sind es trotzdem 150 Euro für sechs Stück und ein Display kriegt man schon auf jeden Fall für unter 150 Euro. Ja, also 120 so, sag ich mal, ist so, manchmal auch ein bisschen billiger, aber 120 ist so der Preis, wo ich sagen würde, da kann man zuschlagen für ein Display. Ja. Also von daher ist es teurer, aber so ab und zu mal so als Kleinigkeit, auch als Mitbringsel, finde ich das ganz witzig. Und es ist auch wieder ein Produkt, also will ich auch ein Video zu machen. Von daher muss ich mir auf jeden Fall eins zulegen. Jo. Wie gesagt, schreibt mal eure Hits in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten sage ich immer danke fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.